Willkommen, liebe Zuschauer, bei History Live, dem historischen Quartett auf Phoenix. Bismarcks Reich, der Schrecken Europas. Darüber diskutieren wir heute zum 200. Geburtstag unseres Titelhelden mit der Historikerin Gabriele Hoffmann, dem Historiker Michael Stürmer und dem Historiker Johannes Wilms. Ehe wir über Bismarcks Wirken sprechen, wollen wir uns erstmal fragen, was war das eigentlich für ein Mensch? Sie haben sich ja nun unter anderem mit dem Privatmann Bismarck beschäftigt. Wie eisern war er denn, der sogenannte eiserne Kanzler? Dazu gibt es zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, dass es eigentlich keinen Privatmann Bismarck gibt, sondern Bismarck ist immer zugleich eine öffentliche Gestalt gewesen. Das kann man ganz konkret an seiner Wohnsituation ansehen im Auswärtigen Amt, auch später in der Reichskanzlei. Privatleben und Amt gehörten zusammen. Und das zweite ist mit dem eisernen Kanzler. Das hat sich so festgesetzt, so ein bisschen als Charakteristikum Bismarcks. Aber das würde ich ganz gerne aushebeln, denn es geht zurück auf eine große Rede. Ich nehme an, dass es darauf zurückgeht, ich weiß kein anderes Beispiel, auf seine erste große Rede als Ministerpräsident in einer sehr angespannten Situation hier in Preußen, in dem er sagte, die Welt guckt nicht nur oder Europa guckt nicht auf Preußens Parlamentarismus, also auf seine Liberalität, sondern guckt auf seine militärische Stärke. Und das, worauf es ankommt, ist nicht das Gerede im Parlament, sondern so, wie Preußen sich durchsetzt mit Eisen und Blut. Darauf geht die Geschichte mit dem eisernen Kanzler zurück. Und die liberale Presse war außer sich. Ein Abenteurer, ein Kriegstreiber. Es war ein ganz schlechter Einstand für ihn. Und von da aus kann man seine Persönlichkeit aufbauen und entwickeln. Ja, als nach dieser Persönlichkeit hatte ich ja gefragt, Persönlichkeitsprofil, was gegen das Klischee vom eisernen Kanzler steht. Können Sie uns denn da weiterhelfen? Also er war ein hochsensibler Mann und hatte natürlich auch ein Privatleben vor dem Ministerpräsidenten und Reichskanzlerzeit. Und in dieser Zeit war er erstmal ein glänzender Briefeschreiber. Das wissen wir genau, weil die Briefe meistens veröffentlicht sind. Er war ein hochsensibler Kämpfer, der sich für Politik anfangs gar nicht interessierte, denn er wollte Musik machen, wie ich sie liebe und nicht, wie sie im Orchester vorgeschrieben wird. Er hatte also einen großen, unstillbaren Ehrgeiz, aber wie sollte er da hinkommen? Und dann hatte er auch ein sehr interessantes Liebesleben. Und er konnte sich lange Zeit nicht richtig entscheiden zwischen der Fürstin Orloff und dem Dienst am preußischen Staat. Und erst als das Wasser in Potsdam sozusagen bis ganz oben stand, da hat er sich dann für den Staat entschieden. Und von da an kommen alle diese Klischees. Und wenn man das noch sagen, das Wort vom Eisen kommt bei ihm direkt vor. Das ist die berühmte Rede im Budgetausschuss des Preußischen Landtags. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Und wenn Sie heute die Welt anschauen, von Mittelost bis zur Ukraine, dann fürchte ich, ist das eine ziemlich realistische Vorstellung. Sie klingt natürlich schockierend, aber vielleicht ist sie trotzdem wahr. Darüber werden wir noch reden. Ein hochsensibler Liebhaber, Herr Wilms, aber Ihr Buch trägt ja nun den Untertitel Dämon der Deutschen. Wie passt das denn zusammen? Ach, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Natürlich war er ein hochsensibler Liebhaber und die Geschichte mit Katharina Orloff, die auch noch in Frankreich sich zutrug, also genauer in Biarritz und Umgebung, ist ja durchaus von romantischem Liebreiz. Das kann man nachvollziehen. Ich wollte noch etwas zum Privatmann sagen, Frau Hoffmann. Natürlich, er hat in der Reichskanzlei gewohnt, aber er hatte, was heutige Politiker mit großem Neid erfüllen würde, er hat die Gelegenheit zu mehrmonatigen Urlauben auf seinen Gütern genommen. Und was war er da? Da war er Privatmann, selbstverständlich. Ich meine, natürlich hat er da auch Telegramme bekommen und hat Denkschriften geschrieben, aber wer auf seinen Gütern sitzt, ist sozusagen im Urlaub. Und nicht der Kurpromenade Bad Kissingen, monatelang, könnte Frau Merkel alles nicht machen.
vielleicht machen, ja, auch was zu dem privaten Bismarck noch sagen? Das wäre mir doch sehr lieb. Er hat sowohl auf seinen Gütern gearbeitet, als auch in diesen jeweils mehreren Monaten, mit denen er, in denen er mit dem König im Bad war. Seine Mitarbeiter haben, sind ihm gefolgt mit Akten. Er hat dort auch gearbeitet. Und zu seiner Zeit, bevor er nun Ministerpräsident war, ist es nicht so gewesen, dass er ein so selbstbewusster, in den Startlöchern stehender Machtpolitiker war, sondern als er seine Frau heiraten wollte, die hat er heiraten wollen, um in die Politik zu kommen und um in ihr politisches Netzwerk zu kommen. Da war er ein Trunkenbold, er war ein Schuldenmacher, er war ein Schürzenjäger. Er hatte sich sämtliche politischen Aussichten verbaut. Und aus dieser wirklich schlimmen Situation hat sie ihn eigentlich rausgeholfen. Sie hat Ruhe in sein Leben gebracht und ihr Netzwerk, die Politiker, die ihn dann ins Amt gehoben haben, die sind dann überhaupt erst auf ihn eingegangen und er konnte mit ihnen umgehen. Und dann ging das los, was Herr Stürmer gesagt hat. Die segensreiche Rolle von Frau Bismarck. Er wurde ja nun 1862 preußischer Ministerpräsident. 9 Jahre später hatte er das Deutsche Reich geschaffen. Das war ja ein Wahnsinnslauf. War das denn alles programmierte Absicht oder da steckt da auch eine Menge Zufall dahinter, Herr Stürmer? Wie immer in der Geschichte gibt es Determinanten und es gibt freie Elemente, die sich entwickeln. Sie müssen bedenken, dass diese 60er Jahre des 19. Jahrhunderts sind die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges. Die Aufmerksamkeit der Welt war dahin gerichtet. Sie sind auch die Jahre nach dem Krimkrieg, in dem Russland, das zarische Russland, eine schwere Niederlage erlitt und nicht in der Lage war, anschließend große europäische Politik mitzugestalten. Das heißt, es öffnete sich eine Möglichkeit, Probleme zu lösen, gewalttätig und politisch, die seit langem da waren. Der Dualismus Österreich-Preußen geht tief zurück ins 18. Jahrhundert. Schleswig-Holstein-Frage, um die es ja 1864 ging, hatte sich 1848/49 bereits massiv gestellt. In derselben Besetzung ein Studenten- und Professorenunruhe, Aufstand, Aufmarsch, kriegerische Drohungen. Alles zu einer Zeit, als Bismarck ein Backbencher war und sonst gar nichts. Also ist ein glänzender Redner. Und der Krieg mit Frankreich, ja, mein Gott, der war auch, der lag so in der Luft, dass ja auch das gesamte Wirtschaftsgeschehen, das Finanzgeschehen. Wollte ihn nur Bismarck oder wollte ihn irgendwie auch Napoleon III? Napoleon III wollte ihn überhaupt nicht. Der war nierenkrank und konnte kaum zu Pferde sitzen vor lauter Schmerzen. Aber das Parlament, so komisch das klingt oder so unerwartet. Französische Parlament. Das französische und die französische Presse, die tobte gegen den Kaiser, diesen Schwächling, der den Krieg nicht suchte, der doch eigentlich leicht zu gewinnen war. Das war dann alles nachher ein tragischer Irrtum, sehr blutiger, tragischer Irrtum. Nach dem Sieg über Frankreich wird ja nun das Deutsche Kaiserreich geschaffen, Bismarcks Kind. War das denn ein Reich, das alle wollten, auch in Süddeutschland? Oder hatte es von Anfang an, ich sage mal, Geburtsfehler? Na ja gut, die deutsche Einheit, die war ja sozusagen auf dem Tapet seit den sogenannten Befreiungskriegen gegen Napoleon, also 1813/14, war das ein Thema, was die Gemüter bewegte und was dann natürlich bei der 48er Revolution, wie wir ja wissen, mit dem Verfassungsentwurf, mit der Paulskirche, mit dem Paulskirchenparlament, war das wieder auf dem Tapet. Die Reichseinigung, die Paulskirche vorschlug, scheiterte ja damals an der Weigerung Preußens. Preußen versuchte dann nach der Paulskirche einen eigenen Entwurf durchzusetzen, der natürlich so halbherzig, der da auch scheiterte. Kurz und gut, das war ein Thema, was in der Welt war. Sicherlich auch in Süddeutschland vielleicht nicht so ausgeprägt in manchen bayerischen Zonen oder wie soll ich sagen, Gauen oder in Oberbayern, Niederbayern, in Franken sicherlich stärker als in Oberbayern. Aber es war auch in Süddeutschland natürlich vor allem in Baden, die wollten ja früh schon sich Preußen anschließen, einfach auch aus der schieren Furcht vor Württemberg, weil die Württemberger schielten immer auf Baden und hätten dann den Bayern den Preis gegeben, wenn die stillgehalten hätten und so weiter. Also es war schon ziemlich allgemein, das Verlangen zur Einheit. Was war denn da letzten Endes Bismarcks Intention? Es schien ja doch mit der Reichsgründung die bürgerliche Sehnsucht nach deutscher Einheit erfüllt. War das auch von Anfang an den Bismarcks Ideal, ein einheitliches Deutschland? Oder wollte er im Herzen doch schon so etwas wie ein
von Preußen dominiertes Reich. Manche nennen es ja Großpreußen bis zu den Alpen. Ja, natürlich, das ging ja auch gar nicht anders. Erstmal, Sie müssen hier auf die wirtschaftliche Lage anstellen. Preußen ist, auch das klingt überraschend für moderne Vorurteile, Preußen ist zu dieser Zeit zusammen mit Großbritannien Vormacht des Freihandels. Süddeutschland ist gegen Freihandel, Österreich ist total gegen Freihandel. Um einen modernen Industriestaat zu bauen mit Eisenbahnen und mit entsprechender Finanzausstattung, brauchen sie eine gewisse Größe. Und diese Größe hatte Preußen nicht. Preußen war ja auch in seinem Staatsgebiet zerrissen. Es gab einen rheinischen Teil Preußens, dann kam Hannover dazwischen und Kurhessen. Und dann gab es das eigentliche um Berlin, Brandenburg, das eigentliche Preußen. Und das zusammenzuführen war eine strategische Aufgabe allerersten Ranges und war gewissermaßen diktiert durch Finanz- und Wirtschaftsinteressen. John Maynard Keynes hat gesagt, durch Kohle und Stahl ist dieses Reich zusammengekommen. Man soll sich durch das Wort von Eisen und Blut nicht so völlig verführen und verwirren lassen. Kohle und Stahl war es. Und diese Logik hat die Sache zusammengeführt. Und zumal ja auch die Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes war eine revolutionäre Tat. Das war so wie der Code Civil in Frankreich. Und die liegt ja vor der Reichsgründung, mehrere Jahre vor der Reichsgründung. Da entsteht ein auch liberales Deutschland minus Österreich. Österreich war in dieses liberale Deutschland nicht einzubeziehen. Es ist also der Krieg von 1866 ist ein Scheidungskrieg. Und zwar nicht, um zusammenzubleiben, sondern um auseinanderzugehen. Ganz, ganz ungewöhnlich in der Weltgeschichte. Ich möchte gerne auf Ihre Frage nach dem Geburtsfehler eingehen. Der Geburtsfehler lag in der Verfassung des Deutschen Reiches. Das ist also relativ schnell zu erklären. Versuchen Sie es mal. Ja, gerne, kein Problem. Der Souverän in unserer Verfassung sind wir, das ist das Volk. Aber der Souverän in der Bismarckschen Verfassung ist der Bundesrat gewesen, nämlich die Versammlung der Fürsten. Die Souveräne der einzelnen Länder, Könige, Großherzöge, die haben sich zusammengetan und haben dieses Reich gegründet. Und was immer geschah, musste von ihnen abgenickt werden. Das Volk hatte da überhaupt nichts mitzumischen. Und es gab wohl einen Reichstag mit Budgetrecht, immerhin. Ja, mit Budgetrecht, was ganz wichtig ist. Und der Reichstag musste auch einzelnen Gesetzen zustimmen. Aber der Reichstag durfte keine Vorlagen machen, keine Gesetzesvorlagen. Und die Parteien hatten weiter überhaupt gar keinen Einfluss. Das heißt, im Kern der Sache geht es darauf hinaus, dass es, also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber um es klar zu machen, es ist ein Reich ohne Volk gewesen. Die Leute waren zwar begeistert, das fanden sie wunderbar, aber politisch hatten sie sehr, sehr wenig zu melden. Und das sind die Dinge, die sich dann später am Ende des Ersten Weltkrieges sehr böse ausgezahlt haben. Reich ohne Volk, würden Sie es unterstreichen? Ja, es ist übertrieben. Sie dürfen das nicht weiter zuspitzen. Ich habe vor langer Zeit einmal eine deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert geschrieben unter dem Titel Nationalismus ohne Nation. Und das war genau die These, die ich hatte, dass das Deutsche Reich ein Nationalstaat war, dem die Nation fehlte. Und die hat Bismarck in der Tat systematisch verhindert. Denken Sie nur etwa an den Kampf gegen den politischen Katholizismus. Denken Sie nur an die Sozialistengesetze. Er hat die innere Reichseinigung nicht vollzogen, weil ihm auch die äußere Reichseinigung eigentlich nicht am Herzen lag. Herr Stürmer sprach von der Logik von Kohle und Stahl. Aber das war, wie ich behaupten würde, nicht die Handlungslogik von Bismarck. Bismarck war ein Mann, der ganz im 18. Jahrhundert stand. Und worum es Bismarck ging, war Preußen groß und stark zu machen. Die deutsche Einheit, dass die dann sozusagen nebenbei abfiel, das hat er dann hingenommen, aber es ging ihm immer nur um Preußen. Das sollte stark sein und das hat er ja erreicht. Preußen war der größte Gliedstaat im Deutschen Reich und war die führende Macht, militärisch, wirtschaftlich, alles richtig, aber ihm schwebte nie vor, einen Nationalstaat zu schaffen. Den hat er geradezu nach Kräften zu verhindern versucht. Das hat ja Frau Hoffmann gerade gesagt, wie das Parlament sozusagen nur eine dekorative Rolle hatte, weitgehend. Er hat, und das ist ja Theodor Mommsen in seinem, bitte lassen Sie mich ausreden, ich lasse Sie auch ausreden. Sie können danach gerne sich äußern. Theodor Mommsen hat ja in seinem politischen Testament geschrieben, ich wünschte, ein Bürger zu sein. Und damit meinte er ja genau, ein Bürger im Sinne des Citoyens, der also mit
das Gemeinwesen mitgestaltet, mitformt. Und das eben hat Bismarck den Deutschen nicht gegeben, dieses Gemeinwesen, das Dreiklassenwahlrecht galt in Preußen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Und ansonsten hatten wir zwar das allgemeine Männerwahlrecht, aber eben bei den eingeschränkten Möglichkeiten des Reichstags im Bismarckreich war das halt einfach zu wenig. Sie fühlten sich nicht richtig interpretiert, Frau Hoffmann? Ich möchte nicht, wenn ich etwas auf die Spitze treibe, ist es immer gefährlich, das dann nur noch weiter zu spitzen. Aber was ich gerne sagen möchte, ist, dass ich schon meine, dass Herr Stürmer auch recht hat. Denn das sehen Sie übrigens auch an der Verfassung. Die Verfassung ist zugleich wie eine Arbeitsagenda, was Bismarck sich alles vornimmt. Post, Telegraf, also erstaunliche Dinge stehen in der Verfassung. Was er alles machen will, einheitliches Münzrecht, statt 7 verschiedene Währungen, eine Währung. Und das sind alles Dinge, die er gemacht hat und mit der er auch der Wirtschaft die Wege geebnet hat. Ich würde die Thesen von Herrn Stürmer nicht so vom Tisch wischen, sondern ich meine wohl, dass beide und ich vielleicht auch recht haben. Bismarck war natürlich in einem großen Reich von allen Seiten gefragt. Darüber reden wir natürlich. In den 2 Jahrzehnten, die nach der Reichsgründung folgten, hat der Kanzler Bismarck ja dieses Reich geprägt. Adenauer hat ja mal schlicht gesagt, Bismarck war ein guter Außenpolitiker und ein schlechter Innenpolitiker. Hat er recht? Naja, aus Adenauers Sicht, Adenauer, rheinischer Katholik, beeinflusst von der katholischen Soziallehre. Der mochte Preußen ja nicht besonders. Der mochte Preußen sowieso nicht besonders. Die Geschichte, er hätte immer die Vorhänge zugezogen im Zug nach Berlin, ja, um dieses grauenhafte Asien nicht zu sehen. Ist natürlich frei erfunden, denn er fuhr im Schlafwagen und da empfiehlt es sich, die Vorhänge zuzuziehen. Also diese Schade, Legende wollen wir nicht haben. Das mit dem Kulturkampf und das mit dem Sozialistengesetz ist zwar eine sozusagen festgemauerte Kritik am Bismarckreich, nur wenn Sie es mal vergleichen international, der Kulturkampf hat die Zivilehe eingeführt, Scheidungsrecht, Familienrecht. Und das ging gegen die katholische Kirche und es ging auch gegen die protestantische Kirche. Aber wenn Sie es vergleichen, wie es andere Völker gemacht haben, Franzosen haben Tausende von Priestern mitten in der Französischen Revolution um diese Fragen abgeschlachtet. Gut, war 100 Jahre früher. Das war etwa 100 Jahre früher, nur es war das gleiche Problem. Und es gibt bis heute demokratische Staaten, die das genau nicht haben, diese Trennung zwischen Kirche und Staat. Und wir legen größten Wert darauf. Außerdem dürfen Sie nicht vergessen, der Kulturkampf bricht aus 1871, als das Zentrum, die Zentrumspartei im Reichstag sagt, das Deutsche Reich muss jetzt für den Vatikan intervenieren, Truppen schicken. Wie kamen die auf die Idee? Bis dahin war der Vatikan von Franzosen beschützt worden. Die waren aber im Krieg besiegt worden und konnten und wollten nicht mehr. Und nun sollte das Deutsche Reich das tun. Absurd. Aber und hochgefährlich. Und da beginnt der Kulturkampf, genau über diese Frage. Und beim Sozialistengesetz würde ich doch mal anmerken, das Sozialistengesetz hat ja nicht den Sozialismus verboten, es hat nur die reichsweite Organisation unterdrückt. Aber es ist niemand ins Gefängnis geworfen worden, es ist niemand erschossen, erhängt und sonst wie umgebracht worden. Vergleichen Sie es mit Frankreich. 1848, massiver Bürgerkrieg in Frankreich. 1870-71, die Schlacht um die Kommunen. Anschließend Massenerschießungen und auf die Teufelsinseln geschickt. Das ist die Welt, in der man Bismarck und das Bismarckreich vergleichen, analysieren, bewerten muss. Und dann relativiert sich vieles. Also alles nicht so schlimm mit dem bösen Innenpolitiker Bismarck, Herr Wilms? Nein, da würde ich doch heftig widersprechen, lieber Herr Stürmer. Ja. Man muss ja nicht immer nur die schlimmsten Beispiele aus der Zeit plus minus 50 Jahre vorher oder so nehmen, um dann zu sagen, also bei Bismarck war ja alles viel harmloser verglichen damit. So, das eine. Das andere ist, der Kulturkampf fand ja nicht statt, weil Bismarck uns mit der Ziviltrauung beschenken wollte oder mit der bürgerlichen Ehescheidung, sondern der Kulturkampf fand ja vor allem, oder weil die Zentrumspartei, die ja so mächtig und einflussreich damals ja noch gar nicht war, sagte, Deutschland muss jetzt im Vatikan intervenieren, den armen Papst vor dem Zugriff der italienischen Nationalisten schützen, sondern der fand statt, weil Bismarck einmal von seinem Naturell, von seiner Handlungslogik immer so einen leichten Bürgerkrieg brauchte, den er unter Kontrolle haben konnte. Richtig. Zum Zweiten, weil ihm
die Zentrumspartei natürlich absolut fremd und feindlich war, weil das war die erste Volkspartei im modernen Sinn. Die organisierte nicht bestimmte Stände oder Klassen, sondern die organisierte querbeet vom Handwerker bis zum katholischen Industriellen, vom Polen bis zu, über die Welfen bis sonst wohin. Die Leute, also sie war eine, wenn Sie so wollen, eine Reichspartei. Sie war keine Agrarierpartei wie die preußischen Konservativen, die nur in Preußen ihre paar Stimmen hatten und da auch in den Reichstag kamen. Sie war nicht wie die Nationalliberalen oder Nationalmiserablen eine Klassenpartei, sondern es war eine richtige Volkspartei. Und das war ein Phänomen, was Bismarck mit seinem Gespür natürlich sofort fürchtet und sagt, das ist eine große Gefahr, die muss ich ausrotten von Anfang an, und hat natürlich dann den Kulturkampf als die große, den sozusagen, ich sage jetzt was Fatales, den Endsieg des Protestantismus, hier siegt Luther, und damit hat er natürlich die Nationalliberalen im Boot gehabt, die dann sagten, jetzt geht's endlich mal gegen den Katholizismus richtig voll drauf, und da sind wir so schön dabei, das ist großartig. Ich bin nur gegen die Dämonisierung. Der Kulturkampf ist in dem Zug der Säkularisierung europäisch Nationen und Staaten ein vergleichbarer Prozess. Und dann erweist er sich als nicht so ganz aus der Luft gegriffen und nicht so ganz nur innenpolitische Taktik, sondern ein Modernisierungsprozess schmerzlicher Art, der natürlich auch manipulativ gebraucht wurde. Völlig einverstanden. Herr Stürmer, wenn es ein Modernisierungsprozess gewesen wäre, was Bismarck damit bezweckte, dann wäre es doch umgekehrt viel sinnvoller gewesen. Er hätte im Sinne der inneren Reichseinigung das Zentrum und das, die Gruppen, für die das Zentrum stand, die das Zentrum vertrat, hätte er einbezogen. Hat er in die doch Reichs- gemacht später. Ja, ach, ja, später. Aber erstmal den Kulturkampf wurde erstmal mit einer gewissen Härte ausgeführt. Und zwar jahrelang. Aber nach zehn Jahren war es dann vorbei. Ja, nun, aber 10 Jahre, ich bitte Sie, das ist eine lange Strecke. Also es ist, und danach war es vorbei, weil dann ging es gegen die Sozialisten. Dann brauchte er ja das Zentrum als Mehrheitsbeschaffer im Reichstag, um dann sein Sozialistengesetz durchzusetzen. Also es ist, wie man es dreht und wendet, hätte das Zentrum nutzen können, um die innere Reichseinigung, die er ja bewusst vermieden hat, zu vollenden. Das war aber nicht sein Ziel, sondern sein Ziel war das große Preußen. Also ich frage mich, was ist innere Reichseinigung? Ja. Das ist doch nicht ein Liederkranz-Harmonie, sondern die innere Reichseinigung hat er, Frau Hoffmann hat es ja erwähnt, Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung, gemeinsame Münz- und Währungsgesetzgebung, eine Reichsbank. Das ist alles innere Reichseinigung und sozusagen die große Harmonie. Die Opposition durfte im Reichstag ja immerhin zu Wort kommen und hat dem Bismarck schlaflose Nächte buchstäblich bereitet. Und das war ja auch nicht so, dass die Opposition im Reichstag überhaupt nicht zu Wort kam. Warum hat denn Bismarck so viel getan, um immer wieder Mehrheiten zusammenzubringen? Er brauchte diese Mehrheiten. Das war nicht der Absolutismus von Friedrich dem Großen. Ja. Frau Hoffmann. Ich würde mich, Herr Stürmer, ich würde die Sozialistengesetze wohl nicht so verharmlosen, wie Sie das gemacht haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Nee, haben Sie nicht. Ich verharmlose Sie gar nicht. Ja. Ich sage nur, es ist, wenn Sie es vergleichen mit dem Umgang mit Sozialisten und Gewerkschaften in Großbritannien und Frankreich, und das sind die Vergleichsmaßstäbe in der Zeit, dann kommt das Bismarckreich so übel nicht weg, zumal sie dann noch die Sozialgesetzgebung hinzufügen müssen aus den 80er Jahren. Wenn ich es aber vergleiche mit der Zunahme der Stimmen, die für die Sozialdemokratie abgegeben worden sind, dann, also jetzt nicht mit anderen Ländern, sondern mit dem, was in Deutschland passiert, dann hat man doch sehr stark den Eindruck, dass Bismarck die Sozialdemokratie abgewürgt hat. Nee, gerade ganz nicht. Ganz klar. Aber gerade ja, nicht. Wenn er hat Sie ein Drittel ihn, der Stimmen bekommen, sagen, bereits 1890, können Sie ja wohl nicht abgewürgt worden sein. Die SPD von heute wäre sehr froh, ein Drittel aller Stimmen zu haben. Die Sozialistengesetze waren ja nicht 1890, sondern die waren erheblich früher. 10 Jahre davon. Ja, genau, erheblich früher. Und als die Mehrheit im Reichstag sozialdemokratisch war, da hat sich die ganze Situation geändert. Entschuldigung, aber die waren nie sozialdemokratisch. Nein, aber sie waren dann doch die größte. Viel später, 1912, war die SPD die stärkste Partei. Nur die stärkste Partei, nicht die Mehrheit. Es war aber so, dass die Sozialistengesetze
verhindert haben, dass die SPD als Partei arbeiten konnte. Nein, nein, es gab doch jede Menge Abgeordnete. Die brauchen sie durften keine Parteiarbeit machen, sie durften keine Reklame machen, keine Reden halten. Es war alles verboten. Na, nur auf Reichsebene, aber auf Wahlkreisebene durften sie ja. Das war ein kompliziertes Gesetz und es waren sozusagen ja keine brutale, hundertprozentige Verfolgung. Das war ja ein sehr doppeldeutiges Gesetz. Einmal die werbende Wirkung der Sozialgesetzgebung. Zum Zweiten, in den Wahlkreisen durften ja die sozialdemokratischen Kandidaten auftreten und durften werben. Aber sie durften keine Parteiarbeit machen. Aber ich bitte Sie, was ist Parteiarbeit? Die haben Reden gehalten, die haben Druckschriften verteilt, die haben den Arbeiter Bismarck August Bebel gefeiert, die sind rumgereist. Also wollen wir es mal gut sein lassen. Ich sag mal, ist kein, bei Verfolgungen des 20. Jahrhunderts hat man anderes gesehen. Ja. Ich wollte nur ganz kurz einen Einwand zur inneren Reichseinigung machen. Wenn Sie das Münzwesen anführen, lieber Herr Stürmer, müssten wir ja heute bei der europäischen Einigung unendlich weit sein, weil wir zahlen seit über 10 Jahren mit dem EU-Euro, mit dem Euro, mit allem, was Sie wollen. Das war doch Helmut Kohls Idee. Ist weiter entfernt denn je. Nein, ich sage Ihnen eins, polemisch, die Reichseinigung, die innere Reichseinigung fand statt im Ersten Weltkrieg. Kann man sagen. Da fand sie statt und nicht vorher. Da, das war der Moment. Aber nochmal zum Euro. Das hat ja 1919 eine große Rolle gespielt, in dem gesagt wurde, aber unter Bismarck ist das doch auch wunderbar gelaufen. Unter Bismarck war die Währung Silber und Gold. Punkt. Und diese ganzen Papiermanipulationen durch Zentralbanken waren ja völlig undenkbar, sondern das Geld lag in den Fässern im Keller hier in Spandau für Preußen und sonst hatte man eben seinen Staatsschatz. Und wenn Sie bei Silbergeld ist völlig egal, welcher Adler oder welche Figur da drauf steht, Sie können das wiegen. Echtes Schrot und Korn. Wunderbar. Das ist die Münze. Echtes Schrot und Korn. Kommen wir auf dieser Basis nun zur Außenpolitik. Bismarck hat ja selber mal gesagt, nach der Reichseinigung, das Deutsche Reich sei nunmehr saturiert. War das denn nur eine Phrase, um die anderen Mächte in Europa zu beruhigen? Oder war es wirklich so, in seinem Selbstverständnis, ein saturiertes, friedliches Reich? Ja, es wird ja gelegentlich hier als Hintersetzer eine Karte des Deutschen Reichs eingeblendet. Da sieht man ja, was das für ein gewaltiger Koloss war. Von Freiburg bis Memel. Ja, von den Vogesen bis Memel. Also das kam ja das Elsass-Lothringen noch dazu. Und das war ja ein gewaltiger Koloss. Und das war genau das, die Antithese zu dem, was der Wiener Kongress 1815 gemacht hatte. Weil das war die alte Überlegung, die Mitte Europas, also Deutschland, muss so stark sein, dass die Mitte sich einmal gegen Frankreich und zum anderen gegen Russland erfolgreich zur Wehr setzen kann. Aber sie muss in sich zu schwach sein, um eigenständige Machtpolitik zu treiben. Das war damit mit dem Deutschen Reich von Bismarck nicht mehr gegeben. Das Disraeli ja übrigens damals gleich als die große unerhörte Revolution kennzeichnete. Das war jetzt ein großer Machtblock in der Mitte Europas, der das ganze europäische Mächtegleichgewicht aus der Balance brachte. Und das war der entscheidende Fehler. Und Bismarck musste jetzt versuchen, wie er diesen Koloss mit dem übrigen Europa irgendwie verbinden konnte, ohne dass es zum Konflikt kam. Der Koloss in der Mitte Europas. Sebastian Haffner hat ja mal geschrieben, dieses Reich war zu groß für das harmonische Konzert der Mächte in Europa und zu klein, um über sie zu herrschen, wird ja gerne zitiert. War das denn erstens so? Und wenn ja, war es die Quelle allen Übels? Naja, es kamen noch einige andere Belastungen hinzu. Erstmal die Annexion von Elsass und Lothringen war deshalb ein Riesenfehler, weil es das Fünfersystem des europäischen Gleichgewichts an einer entscheidenden Stelle blockierte. Bismarck hat mal gesagt, in einem System von 5 Mächten muss man immer schauen, dass man zu dritt ist. Frankreich hatte damit aber eine Stellung gegenüber dem Deutschen Reich, die sehr gefährlich war für das Bismarck'sche Werk. Es brauchte ja nur eine
Verbindung zu Russland entstehen, die ja dann tatsächlich in Gefolge des Berliner Kongresses auch entstand und die Bismarck nicht mehr bewältigen konnte. Von da an war es ein System von Aushilfen. Und im Grunde war es das von Anfang an. Der große Außenpolitiker Bismarck ist im Grunde an seinem eigenen Werk gescheitert. Stichwort Elsaß-Lothringen, die Quelle allen Übels. Ich meine, es gab ja eine Diskussion damals. Sollen wir das reinnehmen, sollen wir nicht? Nun konnte man ja sagen, damals haben ja auch einige gesagt, die Deutschen haben sich ja damit nur zurückgeholt, was die Franzosen ihnen Ende des 17. Jahrhunderts geraubt haben. Wie sehen Sie das? Ja, Gott, ich meine, hätte man nach der Logik, hätte man auch die Schweiz und die Niederlande reinholen können und so weiter. Nein, das war natürlich der große Fehler, da gebe ich Herrn Stürmer völlig recht, das war der große Fehler, weil damit war Frankreich für alle Zeiten außen vor. Aber ich glaube, Bismarck hat das gar nicht weiter geschreckt, weil mit Frankreich, mit einem republikanischen Frankreich, würde ich behaupten, hatte er sowieso nichts am Hut, weil er war Legitimist bis in die Knochen. Und deshalb, solange er der Chef war. Weil er der Chef war und deshalb hat er nur mit Russland und Österreich immer gepackelt, was natürlich in sich eine Idiotie war, weil das waren zwei Mächte, die sehr starke Interessengegensätze auf dem Balkan hatten, wo Deutschland überhaupt keine Interessen hatte. Und dann mit beiden gut Freund zu sein und beide auseinanderzuhalten, dass sie sich da auf dem Balkan nicht in die Haare kriegen wollen, das war natürlich ein Unterfangen, das Bismarck dann auch mindestens so viel schlaflose Nächte gekostet hat, wie der Katholizismus, der politische Katholizismus. Und was gescheitert ist. Und was gescheitert ist, absolut gescheitert, ja, ja. Aber letzten Endes gehört es doch zum populären Klischee, dass unter Bismarck ja dieses Spiel mit den diversen Bällen in Europa doch nur halbwegs funktioniert hat. Rückversicherungsvertrag mit Russland und erst unter seinen unfähigen Nachfolgern, so das populäre Klischee, ist die ganze Sache auseinandergefallen. Ist das von seiner persönlichen Genialität auch ein bisschen abhängig gewesen, dieses komplizierte System in Europa? Ja, er hatte natürlich ein enormes Prestige. Er hat ja auch der Schrecken Europas, also das ist natürlich maßlos übertrieben. Es gab den Berliner Kongress und da hat Bismarck Europa vor einem gewaltigen Krieg, nämlich Großbritannien, British Empire gegen das Zarenreich, gerettet. Es ist ihm nicht gedankt worden, es ist den Deutschen überhaupt nicht gedankt worden. Russische Außenpolitik zu dieser Zeit war nicht von Dankbarkeit geprägt, sondern von Panslawismus, Drang zu den Dardanellen, Erbe der Türkei. Damit ist er nicht fertig geworden und er hat noch eins draufgesessen. Da sind wir wieder bei der Innenpolitik. Er musste, jedenfalls glaubte er das, er musste etwas tun für den Agrarsektor. Und zwar nicht nur für den Adel und den Landbesitzenden, sozusagen die regierenden Klassen, sondern für die Masse der bäuerlichen Anwesen. Deutschland ist ein Agrarstaat bis in die ganz späte Bismarckzeit. Und das ist eine agrarsoziale Frage. Und da hat man die Zölle eingeführt. Diese Zölle haben natürlich die russischen, heute würde man sagen, ukrainischen Exporte massiv behindert. Die konnten ihre Schulden auf der Klitsche nicht mehr bezahlen und damit wurde es einem existenziellen Problem. Und damit wird sozusagen zwischen dem russischen Panslawismus und der französischen Revanche das Bündnis geschlossen. Und nun hat Bismarck alles wiederum getan, um dieses Bündnis aufzubrechen. Dazu gehört der Rückversicherungsvertrag. Er hat alles getan, auch um Frankreich zu begütigen und zu sagen, wir unterstützen euch, wo immer ihr in der Welt Kolonien haben wollt. Fein, wir sind für euch und haben nicht die geringsten Bedenken dagegen. Und das Problem wird Russland. Aber Bismarcks Friedenspolitik hat ja auch großen Erfolg gehabt. Sie gehen jetzt hier alle sehr schnell vorwärts und gucken gleichzeitig rückwärts und schieben die Jahre etwas zusammen. Wenn man das Deutsche Reich in seine Entwicklung anguckt, dann muss man doch sagen, dass Bismarck in den ersten Jahren viel Erfolg hatte. Zum Beispiel, dass der Berliner Kongress hier in Berlin stattfand, auf Bitten Russlands. Das waren große Erfolge. England war da, Österreich war da, Frankreich war da. Er hat wunderbar diese Probleme gelöst aus damaliger Sicht. Dass wir heute anders drüber urteilen und dass wir wissen, was daraus geworden ist, zum Teil durch eingebaute Fehler, zum Teil durch Zufall, das ist etwas anderes. Aber Bismarck wollte, nachdem das Reich da war, absoluten Frieden haben und das ist ihm, er wollte immer die Balance und das ist ihm auch gelungen. Und man,
Wie bitte? Es ist ihm nicht gelungen. Aber sicher ist es ihm gelungen. Es hat ja keinen Krieg gegeben. Hat es einen das Krieg ist doch gegeben? Kein Beweis, diese... Verehrteste. Nein, darf ich bitte aus... Herr Wilms, Spiel gemacht, Sie haben mich gebeten, musste. Sie ausreden zu lassen. Ich würde auch gerne ausreden. Es bitte. Ist auch diese Geschichte, dass man sagt, Preußen ist zu groß in der Mitte Europas. Das sehe ich in erster Linie als Gefahr. Aber es ist nicht zum Tragen gekommen. Denn das Deutsche Reich oder umgekehrt Bismarcks Scheitern unter Wilhelm II. In den Anfangsjahren hat neben vielen Gründen, das hat nicht nur einen Grund, als Grund eben nicht, dass der Preußen zu groß gewesen ist, sondern dass die Verfassung was anderes vorgesehen hat. Das Verhältnis Reichskanzler zu Kaiser, das war das Grundübel des Deutschen Reiches. Und diese anderen Geschichten hat Bismarck versucht, in der Balance zu halten. Und auch Wilhelm hätte das noch geschafft, wenn er nicht mit seiner Nibelungentreue und seinem Großmanns Sucht und den Leuten, mit denen er sich umgeben hat, da durchgedreht. Das ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja in Deutschland die Tendenz, heute und über die Jahrzehnte hinweg, Bismarck in Schutz zu nehmen und den Weg in den Abgrund Erster Weltkrieg vor allem dem ungestümen Wesen von Wilhelm dem Letzten anzulasten. Jetzt frage ich Sie mal, Herr Wilms, auch ein bisschen provokativ. Wie viel Bismarck steckt in diesem deutschen Weg, der nach 1914, 18 und ich sage jetzt mal ganz bewusst nach 33, 45 führte? Ja, ich behaupte ja, dass da einiges drin steckt. Ich meine, wenn Sie nochmal das Bismarck'sche Bündnissystem nehmen, das war ja doch eine Verlogenheit. Ich versuchte ja vorhin zu sagen, das war ein Glasperlenspiel, das auch mit Bismarck irgendwann scheitern musste. In diesen Verträgen waren immer Geheimklauseln drin, die sozusagen anderen Verträgen direkt widersprachen. Das war halt für den Pakt mit Russland da, wie anderes mehr. Der widersprach dem Zweierbündnis mit Österreich, das war eine Katastrophe, das musste irgendwann zur Explosion kommen. Was war davon? Natürlich, die Bismarck hat ja die ganze Beamtenschaft in Preußen, im Auswärtigen Amt, in den anderen Ministerien, er war ja so lange an der Macht, der hat diese Leute geprägt, der hat die mit seinem Geist geprägt und die setzten ja ihre Arbeit fort. Der Geheimrat Holstein war ja nicht eine Kreatur sozusagen eigener Schöpfung, sondern das war auch eine Kreatur gewissermaßen von Bismarck, der die Außenpolitik dann als graue Eminenz in wilhelminischer Zeit betrieb. Nein, das war alles, da steckte sehr viel Bismarck drin und das hat sich natürlich verschlimmert und verschärft durch die Figur von Wilhelm dem Plötzlichen, der meinte, er könne da jetzt selbst als Herrscher die Direktiven geben und jetzt eigene Außenpolitik machen und dann kommt noch die Flottenpolitik, diese unsinnige dazu und so weiter und so weiter und so weiter. Also da gibt es schon sehr viele Kontinuitäten, für die wir Bismarck nicht aus der Verantwortung entlassen. Und ich treibe es mal auf die Spitze. Ich versuche es nochmal auf die Spitze zu treiben, damit wir klar darüber diskutieren. Jetzt haben ja Jahrzehnte nach dem Tode Bismarck die Nazis Hitler als eine Art von legitimen Erben Bismarcks stilisiert. Gibt es in der Tat in dieser Kontinuität einen Weg von Bismarck zu Hitler? Nein, natürlich nicht. Das ist Nazi-Propaganda. Die haben ja auch dieses Plakat gehabt, was der große König und so weiter eroberte, der große Kanzler und so weiter. Ja. Das wird der Führer jetzt überhaupt so, und so weiter und so weiter. Das ist natürlich dummes Zeug. Ich habe ja nur gesagt, weil eine Weile der Eindruck entstand, dass zwischen Bismarck und Hitler Jahrhunderte deutscher Geschichte lagen, dass es da eine Kontinuität gibt, dass das viel kürzer war, dass ein Mann wie Hindenburg, der bei König Kretz 1866 als preußischer Leutnant mitfocht, der 1871 im Spiegelsaal von Versailles bei der Kaiserproklamation zugegen war, der 1914-15 die Abwehrschlachten bei Tannenberg gegen die Russen geschlagen hat, dass eben dieser Hindenburg dann 1933 durchaus im Einklang mit der Verfassung, das war nicht sein eigener Einfall, dem Hitler zum Reichskanzler gemacht hat. Gut. Das zeigt doch, dazwischen war nicht, ich sage nichts anderes, als dass dazwischen nicht Jahrhunderte lagen, sondern es gab da natürlich auch personelle Kontinuitäten. Denken Sie nur an die Beamtenschaft, die ich schon anführte. Es gab da natürlich Kontinuitäten in der Denke. Denken Sie nur an die ganzen Bismarck-Türme, die gebaut wurden. Der Mann war gerade in schwerer Zeit, wie wir sie nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland hatten, natürlich ein Leuchtturm, an dem man sich klammerte. Das war alles, das spielte alles eine Rolle. Das kann man nicht einfach so wegwischen. Das spielte
alles atmosphärisch mit hinein. Ich sage nicht, dass Hitler ein Wiedergänger von Bismarck war, keineswegs. Das war wirklich nicht. Hitler war schon ein Schurke sui generis. Aber Kontinuitäten. Aber es gibt auch Diskontinuität. Die Geschichte besteht immer aus einer Mischung aus Kontinuität und Diskontinuität. Das können Sie, weiß Gott, als Zeitgenossen des Jahres 1990 sehen. Und es gibt auch manchmal Replays, nicht komplett, aber die Geschichte steckt voller Überraschungen. Und die Diskontinuität möchte ich jetzt mal, nachdem Herr Wilms die Kontinuität betont, dann möchte ich die Diskontinuität betonen. Bismarck war überaus zurückhaltend mit Kolonien. Er wollte sie überhaupt nicht. 1890 hat er gesagt, am liebsten würde ich einem Hamburger Kaufmannskonsortium den ganzen Kolonialquatsch geben für eine Mark. Bei ihm war Chef der Admiralität ein Infanteriegeneral. Was war die Aufgabe der deutschen Flotte? Truppentransport, aber weiß Gott nicht, Großbritannien herauszufordern, sozusagen in der Klasse der Weltmächte. Das kommt von Tirpitz her und damit aus dem Bürgertum. Und das kommt von Wilhelm II. Und das war nach Elsaß-Lothringen vielleicht der nächste Kapitalfehler, was Sebastian Haffner übrigens auch so gesehen hat. Wir sind, was der alte Fürst Metternich nannte, eine saturierte Macht. Das hat Bismarck im Reichstag gesagt. Signalisierend den Russen gegenüber, haltet Ruhe, seid zufrieden mit dem Status quo. Wenn es um den Balkan geht und um die Dardanellen, dann müssen wir uns irgendwie einigen auf Kosten der Türkei. Das ist ein wörtliches Zitat. Er hat alles getan, um Großbritannien sozusagen auf der deutschen Seite zu halten. Und das war gar nicht so undenkbar. Zwischen Großbritannien und Russland gab es gewaltige kriegsnahe Ereignisse und Reibungen. Zwischen Großbritannien und Frankreich gab es, weiß Gott, genügend Gefahrensituationen. Das läuft ja nicht zwanghaft wie in einer Einbahnstraße monokausal auf den Ersten Weltkrieg zu, sondern Bismarck war sich ja gerade der Brüchigkeit dieser Konstruktion sehr bewusst. Daher immer wieder der Versuch, mit Großbritannien zu dritt zu sein. Österreich-Ungarn, er sah die Brüchigkeit. Und daher kommt dann auch dieses berühmte Wort vom Balkan. Der ganze Balkan ist nicht die heilen Knochen eines pommerschen Musketiers. Das war nicht nur ein Bonmot, das war ein starkes Signal an Österreich. Erstens, wir schlagen uns nicht für euch, was ja genau der Fehler von 1914 war. Und zweitens an Russland, wir haben auf dem Balkan keine existenziellen Interessen. War es dann aber so, dass unter Bismarck die Sache in Europa noch halbwegs gut lief und erst nach seiner Absetzung, der Lotse geht von Bord, sehen wir ja hinter Ihnen immer gelegentlich dieses berühmte Bild aus Punch, die Sache schief lief unter seinen unfähigen Nachfolgern? Ja, die waren nicht so unfähig. So sehe ich das. Ich möchte gerne zu dieser Nazi-Geschichte noch etwas hinzufügen, nur zu dem, was Sie sagten, was die Sache vollkommen auseinanderkegelt. Es gab keinen Rassenwahn, es gab keine Rassenkunde, es gab keine Rassenzuchtanstalten. Es gab keine Idee, den Osten zu erobern, um Platz für ein deutsches, also für ein germanisches Volk zu schaffen. Und, was auch ganz wichtig war, es gab keine Parallelorganisationen zu den Ministerien, also Parteileute, die parallel in die Ministerien reinwirtschafteten bzw. das an sich zogen. Aber jetzt wieder zu Ihrer Frage. Ich sagte Ihnen, es geht immer ein ganz klein bisschen schnell. Ich denke schon, dass Bismarck aus seiner Zeit gesehen und gemessen an seinen Zeitgenossen das doch recht gut gemacht hat. Und das Problem für viele war, denke ich mir, dass er so sehr lange, 28 Jahre Ministerpräsident war, 19 Jahre Reichskanzler war. Das lag eben auch daran, dass Kaiser Wilhelm ihn gehalten hat. Und das ist eben als Reichskanzler, ich komme immer darauf zurück, an die Verfassung. Der Kaiser hat den Kanzler ernannt und der Kanzler hat den anderen gesagt, wo es lang geht. Und wir können uns freuen, unsere Großeltern konnten sich freuen, dass es gut ging. Dass es gut ging. In der aktuellen Krise in Europa werden ja da und dort und vor allem auch gelegentlich in Südeuropa gerne mal Parallelen gezogen zwischen Bismarcks Reich und der Rolle Deutschlands heute, als ja eine Art von nicht so ganz geliebter Hegemon. Leben wir denn in einem
Bismarckreich 2.0, Herr Willems? Nein, ich glaube nicht, dass Frau Merkel, die verehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel, eine Bismarck Rediviva ist sozusagen, um es dann auch korrekt lateinisch zu machen. Nein, das ist Unfug. Ich glaube auch nicht, dass das das deutsche Interesse sein sollte, dass wir wieder in so eine Situation kommen, dass wir nicht ein Bismarck-Reich Deutschland in Europa ist, sondern eine Bismarck-Position in Europa hat. Ich glaube, das sollten wir gar nicht erst versuchen. Mit diesen Gedanken sollten wir auch nicht spielen. Ich finde es sehr richtig, weil das würde bedeuten, dass wir dann auch gleichzeitig wieder nach Osten hin offener werden, dass wir uns dann wieder an Russland anlehnen, an diesen Putin, dem ich zutiefst misstraue. Und ich sage, es ist eine der größten Errungenschaften und eine der größten Gewinne aus dem Verlust des Zweiten Weltkriegs ist die endgültige Westbindung. Das war die große Leistung von Konrad Adenauer und da sollten wir bitteschön nicht dran rühren. Die endgültige Westbindung, aber wenn Sie in der deutschen Bevölkerung, ich habe jetzt nicht die aktuellen Demoskopien parat, aber in den letzten Monaten das sich mal anschauen, da gibt es ja eine Diskrepanz zwischen der Meinung der Leute und der aktuellen Politik in Berlin. Denn für die Leute ist so eine ungefähre Bindung an Russland, Sympathie für Russland, egal was der Putin da so treibt, unterschwellig vorhanden. Da ist ja eine Diskrepanz, Herr Stürmer. Naja, die Ukraine ist ja erst seit 1991 ein selbstständiger Staat. Und wie selbstständig kann niemand genau angeben. Es gibt da ein gewisses Verständnis für die historischen Wunden Russlands. Bei der Bevölkerung mehr als in der Politik. Und vielleicht ist das ein großer Fehler. Vielleicht hat die Bevölkerung diesmal mehr Recht als die Politik. Ich bin da eher geteilter Meinung. Was die Leute übersehen, ist, dass die heutige Position Deutschlands in Europa natürlich balanciert wird und legitimiert wird und unterstützt wird durch die Präsenz Amerikas. Ohne Amerika gibt es keine europäische Sicherheitspolitik. Weder materiell als Ausstattung mit Hardware, noch geistig, noch in irgendeiner Weise. Es gibt kein europäisches Sicherheitssystem. Die eigentlichen Garantiefaktoren sind noch immer wie im Kalten Krieg amerikanische Nuklearwaffen, so schockierend das jetzt natürlich klingt. Das vergessen die Leute und das sagt ihnen ja auch kaum jemand. Nur für Putin ist das ein Element der Balance. Deshalb kann die NATO bis an die Ränder des russischen Reiches, des modernen Russland gehen und die baltischen Staaten einbeziehen. Bismarck hätte sich da herausgehalten. Das ist überhaupt keine Frage. Analogien. Ich bin vollkommen Ihrer Meinung. Da würde ich Bismarck beistimmen. Ja. Ich finde das Vordringen der NATO bis an die russische Grenze finde ich auch fatal. Aber was man fördern sollte, wäre das Vordringen der Europäischen Union bis an die Grenze. Das ist friedlich. Inklusive Ukraine. Wobei ich da nur sagen würde, das sollte man sich gut überlegen, denn wir haben schon genug Postgänger. Und wir sollten nicht dann wieder gutes Geld in ein bodenloses Fass werfen. Und die Ukraine ist das. Im Übrigen ist ja die Ukraine eine deutsche Erfindung. Wie Sie wissen, der Stürmer Brest-Litowsk, sage ich da nur. Da wurde ja die Ukraine in dem Frieden von Brest-Litowsk, das Deutsche Reich und Österreich mit Sowjetrussland damals schon entschlossen wurde, ja die Ukraine und auch die baltischen Staaten sind damals eine deutsche Erfindung als unabhängige Staaten. Nein, nicht ganz. Die baltischen Staaten sind natürlich viel älter. Sind viel älter, völlig richtig, aber sie wurden da wieder unabhängig, nachdem sie vorher wie Polen auch sozusagen unter dem russischen Schirm standen und unter der Knute. Schirm die haben noch die voll. Knuta eher Kommen gesehen. Wir kurz vor dem Ende nochmal zurück zu Bismarck als Person. Frau Hoffmann, der hat ja nach seiner Absetzung kräftig an seinem eigenen Denkmal mitgemeißelt. Diese vielen Denkmäler, die nach seinem Tode dann in Deutschland dann errichtet worden sind, ihm zu Ehren. War denn dieser Nachruhm, der ihm zukam, auch Balsam noch zu seinen Lebzeiten, Balsam auf die Wunden eines, wie wir vorhin gehört haben, hochsensiblen Liebhabers? Wissen Sie eigentlich, was sich zu seinem 80. Geburtstag abgespielt hat? Es sind
Hunderttausende sind nach Friedrichsruh gekommen. Es hat allein 28 Postbeamte gegeben, die den ganzen Tag Briefe und Telegramme sortiert haben. Es sind Sonderzüge gekommen, die Magnifizenzen der deutschen Universitäten sind aufgetaucht. Tausende von Studenten. Das sind alles Dinge, die Bismarck selber befördert hat. Er hat also 5 eifrige Leute um sich gesammelt, Journalisten, Leute wie wir, die sich ausgedacht haben, was sie da nun alles machen könnten. Also dieser Nachruhm, den er bekommen hat, auch wenn ihm sicher nicht jeder Akzent gefallen hätte, nehme ich mal an, aber das sind im Grunde sinnlose Spekulationen. Der Nachruhm insgesamt hätte ihm sehr, sehr gut gefallen. Meine Schlussfrage geht an Sie alle und Sie haben jetzt ruhig ein bisschen Zeit für die Schlussfrage. Ich gucke mal auf die Uhr. Neben Adenauer gilt ja Bismarck heute bei den Deutschen, ich zitiere, als der größte deutsche Staatsmann. Das ist demoskopisch untermauert. Ist das bloßer Mythos oder eine durchaus richtige Geschichtsdeutung, Herr Stürmer? Die Leute sind nicht unrealistisch. Sie suchen ja nicht eine Figur, die aus sozusagen einem Mix zwischen Jesus und Gandhi ist und dann noch ein bisschen Politik da drin, sondern sie suchen einen politischen Leader in seinem Widerspruch. Und den haben sie in Bismarck bekommen, der immerhin 30 Jahre deutscher und europäischer Geschichte mitgeprägt hat, sehr stark geprägt hat. Und unter dem, nachdem einmal diese Serie von 3 sehr unterschiedlichen Kriegen durchgefochten war, ja alles getan hat, um vom Deutschen Reich die Folgen dieser dramatischen, spannungsstarken, blutigen Gründung abzuwenden. Und es ist die sogenannte gute alte Zeit. Da gab es keine Inflation, es gab Wachstum. Es gab eine riesige Transformation eines Agrarstaats in einen Industriestaat. Deutschland des Jahres 1913 ist eindeutig Industriestaat. Das alles ist unter Bismarck vorbereitet worden durch die Modernisierungsgesetzgebung, Strafprozess. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Münze, die Reichsbank und so weiter. Das ist empfunden worden als sozusagen nicht eine Gabe Bismarcks, aber Bismarck präsidiert über dem Ganzen, mythologisch fast. Und dafür war man dankbar. Und auch bei aller Opposition während des Bismarckreichs und danach, es war aus der Sicht der Jahre danach, nach 1914, die gute alte Zeit. Mit all ihren Wunden und Schrunden. Frau Hoffmann. Ich meine schon, dass er der größte Deutsche Politiker des 19. Jahrhunderts ist. Im 20. haben wir Adenauer mit der Westbindung, wir haben Willy Brandt mit der Ostbindung oder mit der Versöhnung nach Osten. Wir haben Kohl, der die Wiedervereinigung hier in Schwung gebracht. Und die 3 großen Bundeskanzler. So sehe ich das. In der Nachfolge Bismarcks? Das geht mir zu schnell. Dazu möchte ich nicht antworten. Okay. Aber ich möchte antworten dazu, dass die Leute ihn gut finden, zu denen ich auch gehöre. Bismarck ist ja nicht nur dieser Machtpolitiker gewesen, sondern er ist eben auch bekannt durch die Briefe, die er geschrieben hat. Er ist bekannt dadurch, wie er auf andere Leute angegangen ist. Er ist bekannt als jemand, der markige Sprüche losgelassen hat. Er ist zwar auf der einen Seite ein sehr depressiver Mensch gewesen, der stark von seiner Frau und ihrer Liebe und Anerkennung abhängig war, aber auf der anderen Seite ist er doch ein sehr witziger und intellektueller Mensch gewesen, der viel Unterhaltsames hat. Und das nimmt einen ja auch für ihn ein. Und es gibt diese wunderbaren Biografien von Gall, von Kolb, die erschließen einen Bismarck. Von Wilms? Von Herrn ja. Wilms. Naja, Dämon der Deutschen würde ich... Das hat Ihnen nicht gefallen, das nehme ich nicht übel. Ja. Ja, ich denke einfach, das kommt mir so ein bisschen vor, die Titel Ihrer Bücher, so ein bisschen rückwärtsgewandte Fantasy-Literatur. Och, nö. Dämon der Deutschen, das ruhelose Reich. Das ist doch gut. Jetzt jemand, haben Magier. Sie denn überhaupt mal reingeschaut? Also Fantasy-Literatur, Magier. Das halte ich für eine sehr das kühne Magier Behauptung. Magier der Macht, das sind alles ganz tolle Verkaufstitel, zu denen man Ihnen nur gerade gratulieren kann, aber man darf die Thesen nicht drauf verengen. So ist es auch. Also an das Buch Magier der Macht erinnere ich mich überhaupt nicht. Nein, das haben sollte Sie ich das geschrieben aber haben. Aber das ruhelose Reich, jetzt dürfen Sie noch mal eine Minute zur Verteidigung Ihres Titels, bevor er das famous Reich, last word dann sagt. Das ruhelose Reich, dazu stehe ich. Und zwar ist das ja das ruhelose Bismarckreich, gar keine Frage. Es war ein Reich in einer
europäischen und globalen Phase der Industrialisierung. Darauf musste man Antworten finden. Man hat keine Antworten sozusagen nach der Political Correctness des Jahres 2015 gefunden, aber man hat verhältnismäßig humane Lösungen gefunden, nachdem einmal die Grundkonflikte, die alle viel älter waren, die er alle übernommen hat, nachdem einmal diese Grundkonflikte mit den Mitteln der Zeit, die nicht so ganz angenehm waren, gelöst waren. Eine Politik des, der Friedensbewahrung ganz gewiss. Und das ist ja schon etwas, wofür, wofür man nicht dankbar genug sein kann. Da stimme ich Ihnen zu. Ja. Ich stehe mit solchen Umfragen immer auf Kriegsfüßen. Wenn ich im ZDF dann immer sehe, was die Deutschen so zu dem oder jenem meinen, dann wachsen da die Türme hoch. Dann sage ich immer, was ist das für ein Blödsinn? Wissen Sie, der Lichtenberg, der deutsche Aufklärer Lichtenberg, der sagte einmal auf einem Viehmarkt statt alle Welt auf den fettesten Ochsen. Und wir haben ja nun, weiß Gott, keine große Auswahl an Staatsmännern zu bieten. Nicht? Also das fängt bei uns eben mit Bismarck an und hört dann jetzt mit Angela Merkel auf. Die ist ja noch im Amt, die wollen wir ja noch nicht historisieren. Ist sie schon so auf dem Podest, dass sie so in diese Richtung reingeht? Die, wird schon da reingehen. Natürlich, das ist allein schon eine Frage des Gender, weil es ist die erste Frau und die muss einfach dann auch einen auf dem Treppchen ganz oben stehen, weil sonst wird Frau Hoffmann da sofort Protest einlegen. Ja, also mein kleines Feministenfädchen. Die Quote ist jetzt dran. Die Quote ist jetzt dran. Ja. Ich wollte nur sagen, wir haben ja keine so große Auswahl wie etwa die Franzosen. Die können ja bei der Revolution anfangen. Das fängt an mit Mirabeau, das geht dann munter weiter mit Brissot, dann kommt Saint-Just, dann kommt Robespierre, dann kommt Danton und alle. Und das geht so munter weiter. Also wenn einige sehr blutige Gesellen. Völlig richtig, aber bedeutende für viele Leute, auch heute noch auf der französischen Linken, die sich identifizieren, sich ja denken sie an Mélenchon, der ist doch Danton, mal Robespierre, das, so ist das einfach. Wir haben nur diese beschränkte Auswahl, dass der Bismarck natürlich, den wir überall als Denkmal stehen sehen, und dann guckt man drauf, da steht Bismarck, den gibt es sogar als Hering. Es ist, also ich meine, das ist doch klar, dass einem der Bismarck einfällt aus der Weimarer Republik, wer soll einem da einfallen? Ne? Ebert, Stresemann. Wer hat denn heute noch einen Stresemann an? Nicht? Also es ist, ich sage ja nur, der Unfug solcher Umfragen kommt da so deutlich zum Ausdruck, dass die Leute für Adenauer sich aussprechen. Klar, der ist noch jedem im Bewusstsein, auch wenn er damals noch nicht geboren war. Und Bismarck eben, weil das die große Figur ist, die überall an jeder Ecke steht. Großartig. Aber ich sage, ich meine, das sagt überhaupt nichts. Natürlich war Bismarck ein bedeutender deutscher Politiker und das wollen wir ihm auch gar nicht, das wollen wir gar nicht kleinreden. Er war auch gewiss ein witziger Mann, er war ein gebildeter Mann, er hat wunderbare Reden gehalten. Das träumte ich mir heute, dass man so einen Redner im Bundestag hätte. Haben wir nicht, vielleicht Herr Lammert, aber ich will nicht sagen, dass der sonst Ähnlichkeit mit Bismarck hat, sonst habe ich es mit Herrn Lammert zu tun. Also kurz und gut. Eine bedeutende Figur und ich glaube, wir haben ihm zum 200. Geburtstag doch manche Facette vergoldet und das soll doch so sein. So sei es denn. Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat, so sagte es Voltaire. Wir sehen das völlig anders und Ihnen dreien danke ich sehr herzlich für Ihre interessanten Aussagen und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu.